Weiter geht's jetzt hier auf der Blinden Els. Aber ich glaube nur so 200 Meter oder irgendwas. Dann kommt noch mal eine Engstelle, die ich umtragen muss. Und danach sollte eigentlich keine Umtragungsstelle mehr kommen. So, und natürlich wieder schön im Schatten. Ah, perfekt. Und eine nächste Brücke. Aber passt locker durch. Und auch gute Strömung, sodass ich gar nicht viel paddeln muss. Einzig und allein so ein paar Korrekturschläge, aber ganz easy. Da vorne hängt ein Schild. Ich kann noch nicht erkennen, was darauf steht. Wahrscheinlich ist hier dieses Teilstück schon wieder zu Ende. Und ich muss umtragen. Hier sieht so eine Fläche aus zum Ansteuern. Das werde ich auch gleich mal tun. Ja, das sieht aus, als würde es hier rausgehen schon. Dann mache ich das doch. Ab jetzt beginnt das letzte Teilstück auf der Blinden Els. Der Einstieg war relativ rasant, aber jetzt ist das Ganze wieder schön gemütlich. Und jetzt genieße ich einfach die letzten paar Kilometer. Und auch die Blinde Els sieht richtig schön aus. Alles schön zugewachsen, schön im Schatten. Der Uferbereich hier sieht jetzt auch richtig cool aus.
genieße jetzt richtig diese Stille. Das Einzige, was man hört, sind Vögel. Richtig schön. Ich lasse mich so ganz gemütlich treiben. Und genieße einfach links und rechts die tolle Natur. Hier ist das Wasser auch wieder richtig klar. Man erkennt alles, was da drin ist. Man sieht die ganzen Fische, Seegras. Beim Umtragen hier in den Taubergießen habe ich einen einheimischen Bootsführer getroffen und der hat mir erzählt, dass hier am Uferrand noch das eine oder andere Wasserrad steht. Man hat wohl damit früher versucht, dem Wasser, das ja sehr nährstoff- und sauerstoffarm ist, durch die Wasserbewegung wieder Nährstoff hinzuzufügen bzw. Sauerstoff. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich so ein Wasserrad finde. Denn es ist ja links und rechts alles gut zugewachsen. Hier sieht es aus wie eine Absperrung. Da sind überall so Flöcke links. Das sieht auch ziemlich flach aus. Und ich sehe ein Schild mit Bootfahren verboten. Auf meinem schlauen Zettel steht eh, ich muss mich rechts orientieren. Und das mache ich jetzt auch. Hier ein paar Gänse am Schlafen. Und überall links und rechts kann ich jetzt eingebrachte Holzpflöcke erkennen. Jetzt weiß ich nicht, ob das für die Fischer war oder noch ist. Oder ob das einfach nur eine Begrenzung ist. Hier im Hintergrund erkennt man es. Das geht hier ein ordentliches Stück entlang. Keine Ahnung, wofür die Dinger sind. So, da vorne geht es wieder links oder rechts. Ich orientiere mich da mal an diesen Pfosten und halte mich rechts. Ja, die Strömung geht auch eher nach rechts. Und der Fluss sieht da ganz gut aus da vorne. Schön groß, das wird schon passen. Naja, die Strömung geht da lang.
und meine neuen Begleiter, Familie Schwan. Ich hoffe nur, dass sie wirklich weiterfahren und nicht plötzlich stehen bleiben und auf mich losgehen. Aber bis jetzt scheint alles ganz gut zu sein. Okay, Familie Schwan dreht ab nach links, ich fahre rechts weiter. Also in diesem Teil der Blinden Els, da wird es schon fast ja, so groß wie ein See. Richtig breit auf einmal. Links und rechts sind überall kleine Babyenten. Ich nehme mal an, dass die Enten hier ihre Nester haben. Richtig schön. Jetzt habe ich noch so 3-4 Kilometer vor mir. Das heißt, ich bin im letzten Stück meiner Tour angekommen. Und ich muss sagen, es war wunderbar, hier durchzupaddeln. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen. Wunderschön, die Natur. Und ja, jetzt habe ich hier gleich das Kanuhaus oder Bootshaus vom Kanuclub oder irgend sowas. Danach werde ich hier Ausschau halten. Warte. So ein Bootshaus. Dort werde ich mir eine Kleinigkeit zu essen machen und dann geht es auch wieder auf den Rückweg zum Auto und von dort aus dann wieder nach Hause. Okay, dann heißt es ab jetzt Endspurt. Nach vorne an der blauen Tonne, glaube ich, ist der Ausstieg. Das sieht auch so aus von der Stelle her, als könnte man da problemlos raus. Ja, das muss es sein. Für mich gibt es jetzt noch eine scharfe Nudelsuppe, eine Tasse Tee und dann mache ich mich wieder auf den Rückweg, denn ich muss ja noch alles wieder zurücklaufen und deswegen gibt es jetzt noch eine kleine Stärkung. Ja, und die ist gut scharf. Ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Das Boot ist sicher im Rucksack verstaut. Und ich hoffe, dir hat die Tour genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es wirklich genial, hier durch die Rheinauen zu paddeln.
Kann ich nur empfehlen, wenn du mal hier in der Gegend bist, vielleicht besuchst du ja mal den Europapark, dann miete dir auch ein Boot und paddel einfach die Tour nach. Das ist so schön hier drin. Ja, und in dem Fall kann ich nur noch eins sagen. Ciao und bis zum nächsten Mal.